Für den Zug ab Lviv bekam Christine keine Fahrkarte mehr. Es gab nur noch einen Platz im Schlafwagen ab Pschemschel. Also musste sie mit einem Linienbus 70 Kilometer nach Pschemschel fahren. Davon gab es im Prinzip täglich mehrere, aber man wusste vorher nie, welche davon wirklich fuhr. Wenn zu wenige Passagiere mit wollten, fuhr der Bus nicht. Aber diesmal hatte Christine Glück. Der Bus war fast leer und fuhr pünktlich früh um 6 los. Außer ihr war noch eine Frau mit einem großen Koffer unterwegs, ein alter Mann mit einer Fliegermütze und eine Ukrainerin, die sich mit ihrem erwachsenen Sohn auf Portugiesisch unterhielt. Die Frau mit dem großen Koffer fragte den Fahrer, wann der Bus in Pschemschel sei. In 4 Stunden, antwortete der Fahrer optimistisch. Das weiß doch kein Mensch genau. Der Alte mit der Fliegermütze schüttelte skeptisch den Kopf. Vor einem Monat bin ich mit demselben Bus gefahren, um 6 ab Lviv. Da waren wir abends um 9 in Pschemschel. Warum das denn? Fragte die Frau mit dem Koffer verwundert. Na darum, bei irgendwem haben sie Zigaretten gefunden, da sind sie dann wütend geworden und haben den Bus in die Kontrollgrube geschickt. Da haben wir dann rumgestanden in dieser Grube bis zum Abend. Nicht mehr raus durften wir. Ich wollte schon gar nicht mehr nach Pschemschel oder sonst wohin. Aber sowas kommt doch nur alle halben Jahre mal vor, sagte der Fahrer gutmütig. Öfter bestimmt nicht. Normalerweise sind wir in 4 Stunden da. Aber wir haben doch gar keine Zigaretten, sagte die Frau mit dem Koffer. Ja, Sie vielleicht nicht, antwortete der Mann mit der Fliegermütze. Aber in Horodok steigen die gleich alle ein, da werden Sie schon sehen. Er hatte recht. In Horodok wartete auf dem Platz eine Gruppe energischer, molliger Provinzlerinnen. Sie drängelten an der Bustür, jeder wollte als Erster einsteigen und schubste die anderen beiseite, so dass erstmal keine von ihnen reinkam. Der Fahrer drohte, die Tür wieder zu schließen und abzufahren, wenn sie nicht sofort eine Schlange bilden würden. Das half wenigstens etwas. Jetzt quetschten sich immer 2 Frauen gleichzeitig in den Bus, obwohl sie schon einzeln Mühe gehabt hätten, durch die schmale Tür zu kommen. Schließlich waren alle drin, eine Weile diskutierten sie noch mit dem Fahrer, wer wie viel bezahlen würde. Da irgendwelche Geschenke von Verwandten zu Verwandten. Wir wurden aber sehr genau untersucht an der Grenze. Es war am selben Tag, wo die Nachricht kam, dass die Ukraine visumfrei wird, und die polnischen Zöllner waren besonders genau im Untersuchen. Und es gab so eine Tüte voll mit getrockneten Äpfeln, es waren sehr, sehr viele getrockneten Äpfel. Das war verdächtig für den Zöllner und tatsächlich fand er in diese Tüte ein Stück Wurst. Das war so ein Kilo. Ein Skandal. Ja, und das ist ein schweres Verbrechen. Man darf keine Wurst über die ukrainisch-polnische Grenze, selbst wenn man ein Wurstbrot hat, manchmal kriegt man das weg. Der war aber hartnäckig und auf alle Versuche, das war zu sagen, ja, das sind Ostern, die Ukrainer, die in Wien leben wollten, so gern so ein bisschen hausgemachte Wurst und das ist so wenig, sie könnten das gerne nehmen, das schmeckt so gut. Der meinte aber nein, entweder gehen sie jetzt auf diese Grube und stehen da so einen Tag lang und zahlen auch über 150 Euro Strafe für dieses Verbrechen, oder sie fahren zurück. Und dann mussten wir nochmal über die Grenze fahren, und weil es schwere Schmuggler. Ja, also es bleibt spannend. Ich muss aber zurück zum Thema Frauen, nicht nur Protagonistinnen. Die ukrainische Frauenliteratur hat eine lange Tradition. Ja, wir werden nicht bei Olga Kobylanska anfangen im 19. Jahrhundert, aber es gibt natürlich ein wichtiges Beispiel, Oksana Zabuschko mit ihrem Buch 1996 Polyvidus Legendes Ukrainskiego Seksu, Feldstudien über ukrainischen Sex. Viele Freunde von mir, ich komme aus Kharkiv, aus dem Osten, für viele Bekannte und Freunde von mir war das erste ukrainische Buch, welches sie überhaupt gelesen haben, auf Ukrainisch. Es war ein wichtiges Buch in der ukrainischen Literatur und alle haben dieses Buch gelesen. Und es ist auch sehr lustig, dort wird über die reflektiert, wie ist es, Ukrainerin sein, und auch über die Wahl des Partners reflektiert, ob eine anständige ukrainischsprachige Frau einen russischsprachigen Partner wählen darf.
Du arbeitest, kommt mir vor, irgendwie auf demselben Feld, ein bisschen aber anders. Und in der Sammlung der Leidenschaften, in dem Roman, welches, aus dem wir als nächstes lesen werden, stellst du sogar eine Spezies dar, die galizische Frau, Panoczka Zawodzko-Rodyne. Und es gibt sogar eine Gebrauchsanweisung. Und in Frau Müller zeigst du, ich glaube, zum ersten Mal in der ukrainischen Literatur auch die lesbischen Beziehungen. Kommt mir vor, dass du zum... Ich glaube nicht, dass... Vielleicht nicht, aber genau, ja, es ist, glaube ich, nicht so oft. Und es gibt in Frau Müller auch diese soziale Komponente der Immigration. Wie ist die Immigration für eine Frau, die zum Beispiel bei Sabuschka nicht so stark zur Geltung kommt? Du hast ja selbst reflektiert auch über die ukrainische Liebeslyrik in der Einführung, in der ukrainischen Einführung zur Sammlung der Leidenschaften. Hast du eigentlich irgendwie Ehrgeiz, dein Ehrgeiz, etwas Neues zu diesem Gender-Problem zu sagen, zur ukrainischen Frau in der Literatur, die ukrainische Frau für die Literatur neu zu entdecken? Also es ist nicht schwer, die ukrainische Frau für die ukrainische Literatur neu zu entdecken, weil es gibt kaum ukrainische Literatur aus der Frauenperspektive. Es gibt zwar Literatur, die von Frauen geschrieben ist, aber die Frauenperspektive kommt eher selten vor, würde ich mal behaupten. Und deswegen gibt es sehr viele weiße Felder, die man gerne bearbeiten kann. Aber mir liegt es eigentlich nicht so sehr an diese wissenschaftliche Arbeit, dass man tatsächlich diese Lücken auffüllen muss, sondern auf den Themen, die mir persönlich wichtig sind. Und ob sie sozial wichtig sind, das ist zwar nicht unbedeutend, aber das ist nicht entscheidend. Mhm. Сім раз на день.
Zeit передай. И с ней даю его передай. Полудную и вечеряй. На черный чуб нас отак вдову твого душа знай, ішла вдова доліною. Смолей.